Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich mache heute die 10 YouTube-Secrets für euch. Die Fragen schreibe ich euch unten in die Infobox und wir starten auch gleich mit Frage Nummer 1. Welches ist dein erstes Video auf deinem Kanal und ist es immer noch online? Mein erstes Video war, glaube ich, so ein Vorstellungsvideo über mich selbst. Ich weiß auch gar nicht, es könnte sogar ein Tag gewesen sein, irgendwie so ein About Me Tag. Und es ist auch auf jeden Fall noch online. Ich habe keines der Videos, die ich jemals gemacht habe, auf privat gestellt oder sogar gelöscht. Ich finde nicht mehr alle toll, schon qualitativ natürlich nicht. Aber ich habe keins gelöscht. Es ist immer noch alles online. Ich kann es euch gerne mal unten in der Infobox verlinken, mein allererstes Video auf diesem Kanal. Welches ist dein liebstes Video auf deinem Kanal? Ein liebstes Video auf meinem Kanal? Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das so habe, so direkt. Ich mag halt diese Freitagsvlogs, diese Lesefreitage eigentlich sehr gern, weil ich sehr, sehr gerne vlogge, weil man bei Vlogs auch sehr frei sein kann in der Darstellungsform, in seiner Kreativität. Die mag ich eigentlich sehr gern, aber so ein direktes Lieblingsvideo gibt es, glaube ich, nicht. Das Peinlichste, das du je in einem Video gesagt hast. Da gab es bestimmt einiges. Ich sag ja wirklich immer von der Leber weg, was mir einfällt, gerade auch zu einem Buch vielleicht. Was halt immer peinlich ist, ist, dass ich mir nie Namen merken kann. Also das ist auch im Alltag so. Und ich kann mir einfach Charaktere aus Büchern, die Namen ganz, ganz schlecht merken. Auch wenn ich das Buch gerade beendet habe und zur Seite gelegt habe und die Rezension mache, kann es passieren, dass mir die Namen nicht einfallen. Das ist natürlich so ein bisschen peinlich, aber es ist einfach etwas, was mir schwerfällt, mir Namen zu merken. Bei welchem YouTube-Kanal wartest du aufgeregt auf neue Videos? Im Buchbereich ist es natürlich Cossi. Ich mag ihre Videos unglaublich gern. Sie war auch eine mit der ersten Booktuber, die ich überhaupt geschaut habe. Und im Lifestyle-Bereich ist es Fanny Pilgrim. Also Fanny Pilgrim war die allererste YouTuberin, die ich überhaupt geschaut habe und die ich nach wie vor schaue jetzt mittlerweile seit... Ich habe angefangen, YouTube-Videos zu schauen, ich glaube 2011. Seit 5 Jahren, also verfolge ich ihre Videos. Fünfte Frage, magst du es lieber zu filmen oder zu schneiden? Zu filmen, wirklich eindeutig. Schnitt ist absolut nicht mein Liebstes. Ich vertone Videos noch sehr, sehr gerne, aber ich filme am allerliebsten. Dein liebstes Technik-Item? Licht? Ist wichtig. Kamera ist wichtig. Ich habe mich auch mega schwer getan, diese neue Kamera zu kaufen, weil ich halt eine gute wollte. Mein liebstes Technik-Item ist mein Gorillapod für unterwegs für Vlogs. Ist der super. 7. Frage. Was man nicht sieht, wenn man meine Videos schaut, ist, dass es hier rundherum, also der Rest des Zimmers, den ihr nicht seht, ist das reinste Chaos. Wirklich. Also ich mache immer das, was man sieht, mache ich immer ganz schick, ne? Also diese Tagesdecke, die ist sonst auch nie auf diesem Bett. Die ist wirklich nur hier, wenn ich Videos drehe. Sonst ist das Bett einfach prinzipiell nicht gemacht. Und ja, rundherum, was ihr halt nicht seht, ist absolutes Chaos hier. Deine liebste Zeit, YouTube-Videos zu schauen, ist mittags, wenn die Kinder schlafen, oder abends. Ich kann allerdings YouTube-Videos nicht kurz vor dem Einschlafen sehen, da kann ich irgendwie nicht schlafen. Warum auch immer. Da kann ich zu Instagram gehen oder sonst was, aber kurz vor dem Einschlafen kann ich mir keine YouTube-Videos ansehen. Als du das über deine Kamera gelernt hast, hat sich dein Drehablauf vollkommen verändert. Also das Gute ist, dass diese Kamera ein integriertes Licht hat. Das heißt, ich kann mit der auch sehr, sehr gut im Dunkeln filmen, was ich mit meiner alten Kamera nicht konnte. Außerdem hat die Möglichkeit, dass ich hier oben noch ein externes Licht anstecken kann, das ich noch nicht besitze, das aber auf meiner Amazon-Wunschliste steht, ist auch nicht so groß. Das ist richtig gut, weil ich einfach die Softbox nicht mit mir rumschleppe. Die steht auch immer aufgebaut hier im Schlafzimmer. Die baue ich nicht auf und ab, aber man kann die halt super schlecht mit unterwegs nehmen und manchmal braucht man einfach noch ein Licht und deswegen bin ich froh, dass diese Kamera auch die Möglichkeit hat, noch ein Licht anzubringen. Mein Drehablauf hat sich aber nicht wegen irgendwas geändert, was meine Kamera mir offeriert hat. Direkt nach dem Dreh eines Videos machst du Folgendes. Ich nehme meinen Lippenstift wieder ab. Wirklich, Lippenstift im Alltag mit Kindern ist sinnlos, ist unnötig. Habe ich dann sowieso nur am Glas kleben, wenn ich jetzt was trinken gehe. Deswegen meistens den Lippenstift halt sofort abnehmen. Dann natürlich alles wieder hier
abbauen. Und was ich jetzt gleich machen werde, ist die Jalousie runtermachen und den Vorhang wieder zu, damit die Sonne nicht so reinfällt, damit das heute in diesem Raum nicht so warm wird. Das waren also die mega geheimen YouTube-Secrets. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Fragen findet ihr unten in der Infobox verlinkt, wenn ihr mitmachen wollt. Wenn ihr das tut, könnt ihr mir gerne euer Video auch verlinken, dass ich es mir anschauen kann. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!